Beim Anlegen in Aktien gibt es eigentlich keine Gefahren, wenn Sie zwei Prinzipien beachten, die wir immer wieder erzählen. Erstens, kaufen Sie Aktien von sehr großen Unternehmen. Und zweitens, diversifizieren Sie über viele verschiedene Aktien hinweg. Warum ist das relativ sicher? Zur gleichen Zeit, wenn Sie diese Aktien kaufen, werden sie auch von vielen anderen professionellen Anlegern gekauft. Und dann stellen Führungskräfte und Verwaltungsräte sicher, dass diese Unternehmen auch gut geführt sind. Ein weiterer Fakt illustriert, wie sicher das ist. Viele Banken empfehlen das Kaufen von Indexfonds. Indexfonds tun nichts anderes, als in alle Aktien eines Marktes investieren. Wenn das sicher ist, dann ist Ihr eigenes diversifiziertes Portfolio genauso sicher. Sie möchten aber vielleicht mehr über die Obermatt-Ränge wissen. Sie möchten genauer verstehen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Und genau für diese fortgeschrittenen Nutzer ist dieses Video gedacht. Heute schauen wir Beispiele an, wo die Interpretation der Obermatt-Ränge etwas genauer unter die Lupe genommen werden muss. Ein Gebiet, wo die Obermatt-Value-Ränge nicht besonders zuverlässig sind, sind Technologieunternehmen. Das sind Unternehmen, die in die Zukunft investieren. Zum Beispiel Unternehmen der Biotechnologie. Ein Unternehmen entwickelt zum Beispiel ein Medikament, das erst in Zukunft auf den Markt kommen wird. Oder ein Hightech-Unternehmen entwickelt Hardware und Software, das erst in Zukunft große Umsätze und Erträge liefern wird. Bei solchen Unternehmen sind die heutigen Umsätze und Gewinne nicht besonders zuverlässig als Indikator für deren Größe. Es ist sogar so, dass viele dieser Unternehmen keine Dividenden auszahlen und wir auch die Dividendenrendite nicht beurteilen können. Was machen Sie in solchen Fällen? Sie müssen woanders hingehen. Sie müssen jemanden finden, der Ihnen Vorhersagen über die Zukunft macht. Und wie Sie sich vorstellen können, glaube ich nicht besonders an solche Vorhersagen. Es gibt ganz wenige Situationen, wo ich unbedingt bei einem Technologieunternehmen dabei sein möchte. Und dann stelle ich jeweils sicher, dass das nur ein kleiner Teil meines Portfolios ist. Wenden wir uns den Wachstumsrängen zu. Wo sind die Obermatt-Wachstumsränge nicht besonders zuverlässig? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Unternehmen ein echtes Problem hat. Zum Beispiel der Abgasskandal bei Volkswagen oder das Versagen des Autopiloten bei Boeing. In solchen Situationen sind die Unternehmen mit negativer Presse bekannt. Und das bedeutet meistens, dass die Aktienpreise fallen. Und nicht nur die Aktienpreise leiden unter Problemen bei den Unternehmen, sondern auch die Umsätze und Gewinne. Das bedeutet, die ganzen Wachstumsindikatoren sind wirklich schlecht. Sie kriegen schlechte Obermatt-Wachstumsränge. Es ist aber oft so, dass solche Probleme auch wieder behoben werden. Dann kommt das Unternehmen wieder in eine Phase, wo sie ganz normale Wachstumsraten haben. Es ist also Vorsicht geboten, Wachstumsränge zu verwenden, wenn man weiß, dass Unternehmen mit negativen Nachrichten in der Presse ist. Ein Hinweis dort: Die Obermatt-Value-Ränge bleiben noch sehr zuverlässig. Gerade bei schlechten News findet man bei Obermatt oft ganz günstig bewertete Aktien, die sehr gute Obermatt-Value-Ränge haben. Und dann gibt es noch ein zweites Problem bei den Wachstumsrängen. Es gibt Unternehmen, die nur sehr selten ihre Finanzberichte veröffentlichen. Und das bedeutet, dass die Daten schon sehr alt sein können. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel entscheidet, nur einmal im Jahr die Finanzberichte zu erstellen und dann auch noch 2-3 Monate braucht, bis das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dann kann es sein, dass die Finanzberichtsdaten, die in die Obermatt-Ränge einfließen, schon 15 Monate alt sind. Sie können das aber sehr einfach selbst identifizieren. Sie gehen auf die Obermatt-Webseite zur Aktie, die Sie anschauen möchten, und dort zeigen wir immer ganz genau, welches Finanzberichtsdatum wir für die Berechnung des Obermatt-Rangs verwendet haben. Vergessen Sie auch nie, dass Wachstumsränge nur Zusatzinformationen sind. Es sind nicht besonders gute Kaufsignale. Wie können Sie sicher sein, dass die Finanzdaten von Obermatt korrekt sind? Obermatt kauft alle Finanzdaten von international führenden Anbietern.
Die Methoden, um diese Finanzdaten zu analysieren, entwickeln wir seit 2012. Wenn wir Fehler finden, korrigieren wir das sofort. Und dann hören wir auch auf unsere Kunden. Wenn Kunden mit Fragen auf uns kommen, schauen wir die Ränge genauer an. Wenn wir Fehler finden, korrigieren wir das ebenfalls sofort. Wenn Sie also selber Fragen haben, zögern Sie sich nicht, bei uns sich zu melden. Denn wir helfen Ihnen gerne und sagen, was wir von den Rängen halten. Sie können die erste Prüfung aber auch selber machen. Sie können zu Reuters gehen. Ich empfehle Reuters, weil Reuters die Finanzkennzahlen des Unternehmens den Branchendurchschnitten gegenüberstellt. So können Sie die Richtung der Obermatt-Ränge verifizieren. Zum Beispiel ein Rang über 50 bei Obermatt sollte bei Obermatt eine Kennzahl des Unternehmens haben, die besser ist als der Marktdurchschnitt. Manchmal finden wir aber auch bei Reuters Fehler. Fehler passieren einfach überall, aber Sie müssen sich dadurch nicht besonders Sorgen machen. Es ist kein Problem aus einem einfachen Grund. Wenn Sie Aktien kaufen, bezahlen Sie Marktpreise. Marktpreise sind, was sie sind. Zum gleichen Zeitpunkt, wenn Sie Ihre Aktien kaufen, kaufen auch viele Anleger dieselbe Aktie zum praktisch den gleichen Preis. Sie tragen also keinen Schaden davon. Lernen Sie Obermatt-Ränge nutzen, damit Sie bessere Anlageentscheide selber treffen.